Hallo ihr Lieben, ich stehe gerade vorm Rossmann und habe mir gedacht, ich nehme euch mal wieder live durch den Rossmann mit, weil ihr ja das so feiert, wenn ich ein bisschen... Ich habe eigentlich nur eine ganz kleine Einkaufsliste, was steht da so drauf? Da steht drauf, Hauptgrund, warum ich zum Rossmann gehe, ist, ich habe keinen Augen-Make-up-Entferner mehr, beziehungsweise ich nehme meistens immer so eine Reinigungsmittel, wo ich dann komplett alles sauber mache. Da muss ich mir eins aussuchen. Dann gibt es auf Tees 20% und ich habe irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit habe ich das Bedürfnis, Tee zu trinken. Also ich habe übelsten Bock auf Tee. Deswegen dachte ich mir, ja, gucke ich mal, vielleicht finde ich hier irgendwas Leckeres. Dann ist Schaumbad, Haarspray, Quetschis, Zahnbürste, vor allem Zahnpasta habe ich keine mehr. Da muss ich mir eine aussuchen. Ja, halt so ein paar Kleinigkeiten, was so Senseo-Pads sind anscheinend im Angebot, Müllbeutel, Klopapier. Ja, das steht jetzt mal alles auf meiner Liste, aber wie ihr es selber von euch wahrscheinlich kennt, kommt immer mehr mit. So, jetzt gucken die Leute ein bisschen blöd, weil ich hier schon wieder mit meinem Handy rede. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß am Live-Haul. Ich habe mir noch überlegt, soll ich das dann euch zu Hause zeigen oder soll ich live euch mitnehmen? Und dann habe ich so ein bisschen geschaut und dann habe ich gesehen, dass euch diese Live-Hauls von Drogeriemärkten besser gefallen. Deswegen dachte ich mir, okay, dann nehme ich euch live mit. Wenn euch solche Videos gefallen, immer einen Daumen nach oben, weil das ist mein Feedback. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Und wenn du keine Videos mehr von mir verpassen willst, dann abonniere doch auf jeden Fall meinen Kanal hier unten und aktiviere am besten noch die Glocke. So, jetzt genug gelabert, jetzt geht's los in den Rossmann. Und los geht's, wir gehen in den Rossmann. Erstmal einen Einkaufswagen holen. Und los geht's. Ja, da habe ich schon wieder was im Green Label gesehen. Ja, ich und mein Green Label. Irgendwie, ich muss da immer gucken. Guckt ihr da auch immer gleich am Anfang beim Rossmann, was es da so für schicke, schöne Sachen gibt? Mein, so das Holzspielzeug ist auch mega, aber jetzt haben wir so viel Zeug, jetzt brauche ich auch nichts mehr. Früher gab es das noch gar nicht. Früher war alles mehr Plastik. Aber ich finde, das Holzspielzeug ist echt eigentlich voll schön. Ja, jetzt sind wir schon bei den Seifen. Da habe ich mir gedacht, oh, die sieht aber sehr cool aus vom Design her. Die will ich haben. Vor allem limitierte Edition. Sowas muss einfach in den Wagen, ne? Seid ihr da auch solche Opfer, dass ihr limitierte Editionen immer mitnehmen müsst? Ja, Green Label, ja. Also da, weiß ich nicht, meine Augen immer auf Green Label. Das ist das Traumzeit, das ist Gute Nachtbad, das haben wir immer und das ist echt mega gut. Für 99 Cent sogar gerade im Angebot, also hüpft das natürlich in meinen Einkaufswagen. Hey, 99 Cent, was will man mehr? So günstig kriegt man selten Badeschaum oder Badezusätze. Naja, wie ihr sehen könnt, also sowas lieben ja meine Kinder, aber ich finde das halt einfach so teuer, ne? Für einmal baden 79 Cent oder 1,25 sogar. Aber die lieben das so, ja, deswegen kommt natürlich, weil sie es so lieben, eins mit. Aber im Endeffekt finde ich das eigentlich völlig überteuert. Für einmal baden, ne? Einmal in die Badewanne geschmissen und 79 Cent weg, ne? Kannst du gleich 79 Cent aus dem Kett. Ja, okay, ich übertreibe. Ich merke schon, ich übertreibe. Ach, kommt einfach in den Wagen und dann ist gut. Ich merke schon. Das ist aber auch interessant. Was ist denn das? Hafermilch. Ja, das ist ein Mega-Design. Das sieht echt schön aus. Kokoswasser. Hm. Irgendwie, ja, macht's was her. Also, ich finde auch so die Rossmann-Eigenmarken, die werden immer schöner. Früher fand ich ja DM immer diese Eigenmarken immer voll schön designt, aber Rossmann zieht voll nach. Also, es wird immer, immer schöner. Ja, also das finde ich eh immer so mega. Wenn du in der Drogerie stehst, vor diesem mega Shampoo-Regal, wenn du dich damit nicht auskennst, so what, was willst du da nehmen, denke ich mir immer. Ich als Friseurin weiß ja, okay, aber wenn sich da jemand null auskennt, der ist doch völlig überfordert mit diesen tausend an Millionen Marken. Also ich habe zwar jetzt auch schon meine Favoriten aus der Drogerie, aber naja. Haarspray wollte ich auch noch mitnehmen. Dann mal gucken, wo die billigen und günstigen sind. Weil Haarspray ist ja nur für meinen Mann. Wo ist denn das? Nee, das ist es auch nicht. Da gibt es so viele. Die sah auch mal früher anders aus, aber da hat sich das Design auch noch mal verändert. Nee, das war es nicht. Ah ja, hier. Nee, das ist das volle Power. Aber das da. Genau. Das ist es, das flexible Styles Haarspray. Das ist immer super. Also ich mag das ganz gern, wenn ich mir mal Haarspray reintue. Eigentlich nehme ich ja relativ selten Haarspray. Aber wenn ich es mal nehme, dann ist es ganz gut. Oh, was ist denn da? 75% Ausverkauf? Ausverkauf auf Zoela. Zoela. Zoela kenne ich überhaupt nicht. Anscheinend sehr teuer. Naja, wenn ich jetzt 75% abziehe, sind es immer noch ein Haufen für das, was ich nicht kenne. Aber 75%, ne? Aber ich brauche es nicht.
Und dann, ja, die Kosmetikabteilung. Ach ja, hier habe ich noch das Augen-Make-up-Ferner-Dingsbumsel da mitgenommen. Auch gerade im Angebot, wie praktisch. Das ist das Einphasen, aber das kostet sowieso immer nur 99 Cent. Also es ist nur 4 Cent günstiger. Doch, 4, 3, 4, 4 Cent. Ja, ich nehme das Zwei-Phasen, das normal auch immer teurer ist. Das war einfach die Kaufentscheidung bei diesem Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Mega, oder? Ich habe schon manchmal komische Kaufentscheidungen. Oh, meine Lieblingswimperntusche ist leer. Toll. Und jetzt gibt es gerade 30% auf so Zeug. Naja, typisch. Typisch. Übrigens, dieses Make-up ist auch voll gut. Dieses Insta-Make-up oder so. Das habe ich ja auch. Bin damit voll zufrieden. Das ist voll günstig und ist echt nicht schlecht. Aber noch besser fand ich, also wenn man mal dann besser sagen kann, also hundertprozentig zufrieden war ich damit auch nicht. Aber besser auf jeden Fall als mein L'Oreal, was ich jetzt gerade habe, wo ich ausschaue wie eine Speckschwarte, ist das hier von Manhattan. Ich zeige das euch mal hier, das da. Aber erstmal lese ich mal was anderes. Warte jetzt mal. Der Primer verleiht ein samtig mattierendes Finish. Das hört sich ja auch gut an. Vielleicht sollte ich meinen Primer unten drunter nehmen. Weil ich habe ja, vielleicht ist dann das Porenbild besser. Benutzt ihr einen Primer? Ah ja, hier ist es. Das Make-up meinte ich. Das hatte ich schon mal und fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Und denke, das nehme ich auch wieder mit, weil ja, ich nehme es mit. Was heißt denken? Ich nehme es mit. Das war echt gut. Nicht hundertprozentig gut, also 100% Make-up habe ich leider noch nicht gefunden, aber es war eigentlich nicht schlecht. Ja, jetzt stöbern wir halt weiter und gucken rum und num, was es denn hier für schöne Sachen gibt. Ah! Ja, interessant. Das hört sich ja echt interessant an. Aktivkohle. Naja, wahrscheinlich nur interessant, weil es schon wieder in Green Label ist und boah, ich könnte ja was sparen dabei. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nicht immer alles, was rot ist, muss die Lisa kaufen, sondern nur das kaufen, was die Lisa auch braucht, weil sonst artet es wieder in ein übelstes Aussortieren aus. Und ich habe eigentlich die Nase voll. Ich will eigentlich ein bisschen minimalistischer leben, ne? Günstig ist ja immer gut, aber wenn ich was nicht brauche und es günstig ist, dann brauche ich es nicht. Und das versuche ich gerade zu lernen, ja. Ich tue mir schwer, aber ich versuche zu lernen. Weil kennt ihr das? Günstig und du kaufst es gleich, dabei brauchst du es gar nicht. Ja, aber trotzdem muss ich es natürlich immer wieder angucken, ne? Das geht halt einfach nicht an mir vorbei. 20% auf Masken. Ja, ich benutze eigentlich keine Masken. Was soll ich dann mit einer Maske? Benutzt ihr Masken? Könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich benutze eigentlich keine Masken. Nee, ganz selten nur. Also gar kein Bedürfnis da drauf. Ah, jetzt gehen wir mal weiter. Sonnencreme, ja, bei den Temperaturen brauchen wir definitiv keine Sonnencreme. Oh, ich will in Urlaub. Ich habe so Bock auf Urlaub. Ihr auch? Oh, ich weiß nicht, was ich dafür tun würde, aber ich würde so gerne jetzt einfach wohin, wo es warm ist. Naja, ist nicht, ne? Jetzt sind wir bei der Deo-Abteilung. Oh, kennt ihr das Deo? Kennt ihr das Deo? Also, das hatte ich in meiner Jugend immer. Auch meine Jugend, das hört sich an, als ob ich steinalt wäre und auf 70 zugehe. Aber dieses Ding hatte ich mit 12, 13 immer. Dieses Vanilla Kisses. Und das hatte meine Freundin auch. Und wir haben das geliebt. Die Verpackung sah allerdings ein bisschen anders aus. Aber Leute, das riecht einfach wie ein Parfüm. Jetzt mag ich es nicht mehr. Ja, jetzt bin ich halt alt, ne? Alt und schrumpelig. Und jetzt mag ich es nicht mehr. Ne Scherz. Aha, Damenbinden, OBs. Aha, brauchen wir alles nicht. Nee. Alles noch im Vorrat. Wir wollen ja auch nicht über viel kaufen und es ist nicht im Angebot, also brauche ich es nicht kaufen. So, jetzt brauche ich noch eine neue Zahnpasta, weil meine Zahnpasta leer ist. Jetzt bin ich auch wieder völlig überfordert. 1000 Millionen Sachen. Was sind das? Zahnkaugummis. Aha. Zahnpflegekaugummis. Naja. Okay. Ja, 1000 Millionen Sachen. 1000 Millionen Zahnpasta. Und ja, ihr könnt mir ja mal gerne eure Lieblingszahnpasta Pasta empfehlen. Ich habe irgendwie noch keine für mich gefunden, sondern denke mir manchmal auch die günstige oder dann mal mit extra white und keine Ahnung, aber weiß machen sowieso keine Zahnpastan irgendwie. Mein Gott, Zahnpasta? Wie ist die Mehrzahl von Zahnpasta? Zahnpasta. Zahnpastan. Pasten. Zahn. Nein, keine Ahnung. Aha, Bodudeck. Brutto. Okay, ich lasse es. Brokutent. Brokutent. Wie kann man eine Zahn Pasta Brutto-Kent nennen. Ja, naja, die haben irgendwie Colgate, irgendwie alle komischen Namen, ne? Kann man doch auch anders nennen. Naja. Ja, es ist echt schwierig. Weil es ist schwierig, weil es so viel Auswahl gibt, ne?
Zwei Stück hätten mir jetzt auch gereicht, dass ich mich entscheiden könnte zwischen zwei. Aber nein, es muss 1 Million Zahn passen. So eine hatte ich immer früher, weil ich die Flasche so cool finde. Kennt ihr die? Die sind so mega cool. Die Flasche fand ich früher cool. Die habe ich mir als, ja, ich weiß, als Teenie mit 14, 15 immer geholt. Aber eigentlich nur, weil die Flasche cool ist. Natürlich war die Zahnpasta von meinen Mädels ausverkauft. Ah, sie nervt immer, wenn was ausverkauft ist. Rappelvoll die Regale, aber das, was gut läuft, ist nie voll. Ja, habt ihr gesehen, für welche Zahnbürste, Pasta ich mich entschieden habe? Toilettenpapier. Oh, süß. Oh. Kein Preis. Kein Preis. Aber wo ist der Preis? Ich will da wissen, nicht, dass das Klopapier am Ende noch 10 Euro kostet, aber man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier auch alles leer bei Klopapier? Was ist denn los mit dem Rossmann? Lauter leere Regale hier. Personalmangel, es gibt doch genug Arbeitslose. Oh. Aha, hier haben wir das nochmal. Nochmal so Toilettenpapier mit Muster. Steht ihr da drauf? Toilettenpapier mit bedruckten, also bedrucktes Toilettenpapier. 1,99 kostet das übrigens. Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja, wir gehen weiter. Quetschies, 1,49 im Angebot. Da werden die natürlich mitgenommen, weil beim Aldi kosten die auch 1,49. Ist aber allerdings 100 Gramm pro Packung drin. Hier nur 90 Gramm. Aber ich habe ja noch die 10%. Also gleicht sich das fast aus. Ne? Also können wir die auch hier mitnehmen. Ja, ja, der Sparfuchs. Ihr habt gehört, der Sparfuchs redet wieder. Ja, ansonsten habe ich da auch noch so ein bisschen durchgeschaut, was es denn da noch so gibt. Ach Gott sei Dank, muss ich keine Gläschen mehr kaufen. Das war immer... Ja, man kann auch selber kochen, aber meine Kinder wollten nie Gläschen. Ah, was ist denn das? Reiswaffel, Apfel, Banane. Das hört sich ja lecker an. Mmh, ab in den Einkaufswagen. Lecker. Adventskalender, ja, das ist so die nächste... Oh, ich weiß auch nicht, was ich dieses Jahr für einen Adventskalender für die Mädels machen soll. Eigentlich wäre jetzt wieder, ich mache immer ein Jahr selbst gebastelt und ein Jahr nicht selbst gebastelt. Eigentlich wäre jetzt wieder der Selbstgebastelte dran, aber ich habe keine Lust. Ich habe einfach keine Lust, dieses Jahr selber zu basteln. Naja, ich faule Mama, ne? Oh, in irgendeinem Gang, übrigens hier, ich glaube hier war das, hat das so eine Scheiße gestuckt. Irgendeiner war da und hat gefurzt und ist weggegangen. Ich bin fast erstickt. Nein, ist ja egal. Furzen in der Öffentlichkeit geht doch gar nicht, oder? Was meint ihr? 1,55 für 4 Rollen Toilettenpapier. Nee, wisch weg. Wisch weg, aha. Aber habe ich auch mitgenommen, weil wisch weg habe ich gebraucht. Aber ich habe die Öko-Variante genommen, weil die günstige war für 1,39. Und Müllbeutel brauche ich auch noch. Ja, auch bei den Müllbeuteln die Auswahl, ne? Aber dann nehme ich die ganz günstigen, einmal 60 Liter ab in den Einkaufswagen. Und dann bin ich wieder oben, dachte mir, ja, die für den Kosmetik einmal nehmen wir lieber auch mal mit. Beziehungsweise tue ich auch oft Frühstückssemmeln, also wenn die frisch sind, da rein, dass die frisch bleiben, ne? Versteht ihr? Oh, cool, Zeitschriften. Habt ihr als Kind auch so gern Zeitschriften immer gekauft? Also ich hatte immer Bravo Girl. Ich hatte sogar ein Abo von der Bravo Girl. Und, ja, voll cool, gell? Also wo ich kleiner war, Teenie. Und die Bravo habe ich auch in einem Abonnent, oder wie nennt man das, ein Abo gehabt halt. Die kam auch jede Woche zu mir. Moment. Ja, die Abo, die hatte ich, die Bravo hatte ich auch. Wer hat die früher auch immer gelesen? Jetzt ab damit in die Kommentare. Ich will das wissen, wer auch immer früher die Bravo gelesen hat. Ja, da hat man sich selbst aufgeklärt, ne? In der heutigen Zeit, ich weiß gar nicht, liest man noch Bravo? Ist das noch in? Oder ich weiß nicht, ich bin ja jetzt älter, keine Ahnung. Werden das meine Mädels auch irgendwann anschauen wollen? Gibt es da eigentlich noch die nackten Menschen? Das fand ich immer so komisch. Warum sind da nackte Menschen drin? Wer lässt sich da so nackt abfotografieren? Und das war ja auch noch gewollt. Ich habe das irgendwie nie verstanden. Na egal, wir sind beim Tee. Okay, ich höre ja schon auf. Wir sind beim Tee. Da gibt es nämlich 20% und ich habe irgendwie in letzter Zeit so Bock auf Tee, dass ich Tee kaufen will. Ja, aber auch hier wieder Angebot echt riesig. Diese Apfel-Winterbratapfel irgendwie. Ja, ich habe mal so Apfeltee in der Türkei getrunken. Der war so lega, mega, mega lecker. Strawberry Cake, Cupcake. Hört sich auch nicht schlecht an. Ach ja, welchen Tee nehmen wir denn mit? Welchen Tee? Wieso gibt es so viele Teesorten? Aber irgendwie hören sich alle gut an. Ja, ich habe irgendwie Bock auf Tee. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf jeden Fall Bock auf... Vielleicht weil Winterzeit ist. Vielleicht habe ich deswegen Bock auf Tee. Aber ich habe irgendwie Angst, dass keiner schmeckt. Dass ich einfach nur das Bedürfnis habe, Tee zu kaufen. Und ich weiß gar nicht, naja. Übrigens trinke ich eigentlich immer gerne Schwarztee, naja, egal. Wir sind jetzt beim Waschmittel. Waschmittel Ariel ist einfach das beste Waschmittel. Da gibt es irgendwas gratis. Ah, Lenore, ich wollte keinen Weichspüler mehr nehmen. Also ich wollte jetzt auf Weichspüler. Meine Weichspüler wollte ich noch leer machen. Und dann habe ich mir gedacht, brauche ich keinen Weichspüler mehr. Ich habe meine Parfümperlen immer.
Und mit dem bin ich voll zufrieden. Beispiel habe ich eigentlich nur genommen, wegen dem Duft, aber das ist gar nicht so gut. Da sind diese Parfümperlen viel, viel besser. Oder wie heißen sie? Parfümperlen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die so heißen. Übrigens, ich nehme auch keine, diese Pottdinger mehr. Die sind auch katastrophal und nicht gut. Verkleben die manchmal in der Kleidung, dieses Plastikzeug da. Also schrecklich. Schrecklich, sage ich euch. Nee, nicht zu empfehlen. Ah, da sind die Parfümperlen. Aber 4,69 und dann noch im Angebot. Das gibt es beim Action viel günstiger, Leute. Viel günstiger und sind genauso gut. Also denke ich jetzt mal. Keine Ahnung, ich habe das Original noch nicht ausprobiert, aber auf jeden Fall duftet seit diesen Parfümperlen meine Wäsche göttlich. Diesen Magic Pad kann ich euch auch übelst empfehlen. Dieser ist mega, mega gut. Das ist wirklich Magic Pack. Was ich da schon weggekriegt habe an Farbe, sogar Farbe an der Wand. Also Leute, mit dem kriegt ihr alles weg. Bin richtig begeistert. Ich hätte das niemals gedacht, weil eigentlich ist es nur ein Schwamm. Aber der Schwamm ist Magie, ne? Sagt ihr schon. Magic Pack. Pack, was weiß ich. Ja, dann brauche ich noch einen WC-Reiniger. Der ist Schrott, aber der ist gut. Den nehme ich mit. Ja. Der ist echt gut. Den hatte ich schon mal. Ja, auf jeden Fall fürs gute Gefühl. Der andere war Schrott, weil der so eine komische Farbe hat und irgendwie eher gestunken hat. Ich brauche da so das frische Gefühl, ne? Kennt ihr das? Ich brauche, dass es einfach frisch und gut riecht. Ja, ansonsten stöbern. Irgendwann Duft bräuchte ich auch noch einen Raumduft oder so. Aber da habe ich mir gedacht, ich schaue bei Action. Da ist das bestimmt günstiger. Ja. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme doch noch ein Packen Windeln mit. Obwohl wir irgendwann ja windelfrei werden wollen und ich ja noch einen Vorrat an Windeln habe. Aber ich dachte mir, für die Nacht braucht man eh noch länger eine Windel. Deswegen noch Windeln und Feuchttücher. Feuchttücher brauche ich auch, wenn die keine Windel mehr haben, weil Feuchttücher sind Allrounder und man braucht sie für alles. Tisch abwischen, Staub wischen. Ich scherze, also Staub wischen habe ich noch nie damit gemacht. Aber so Feuchttücher, jeder, der Feuchttücher hat, weiß, die sind für alles gut. Hände abputzen, Gesicht abputzen, Mund abputzen. Ach, alles. Einfach alles. Ah ja. Und jetzt hat. Wandern wir so langsam Richtung Kasse. Aber da habe ich ja noch gesehen, Kokosmakronen. Oh mein Gott, kennt ihr Kokosmakronen? Die sind so lecker. Aber 1,79. Na, das war der Lisa wieder zu teuer und. Wow, du hast es geschafft, mit mir durch den Rossmann Live mitzugehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und vor allem gebt mal Feedback unten in den Kommentaren ab, ob ihr das bei so Drogeriemärkten live besser findet, so wie jetzt das Video. Oder ob ihr das besser findet, wenn ich die ganzen Produkte lieber, wenn ich dann mal noch ein bisschen mehr einkaufe. Das ist echt viel geworden. Ich wollte eigentlich nicht so viel einkaufen, aber das ist ja immer so, wenn man in die Drogerie geht. Wenn ich das ganz normal, wie bei den Food Halls auch ganz klassisch, im Hall zeige. Das könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich ja echt interessieren, weil dann weiß ich einfach, was euch besser gefällt, wie ich demnächst oder demnächst halt die nächsten Videos für euch mache. Ich weiß, beim Einkaufen, da mögt ihr eher die klassischen und nicht so die Lives. Das ist ja auch gar nicht so einfach, bei so vielen Produkten immer live zu zeigen, was jetzt im Einkaufswagen verschwindet und was nicht. Ja, das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich immer riesig über einen Daumen nach oben und kostenlos abonnieren hier unten. Ihr wisst, Glöckchen nicht vergessen. Die Frau hat geguckt, wie dämlich ich eigentlich bin. Okay, Glöckchen nicht vergessen. Und weil sonst werdet ihr einfach nicht benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann wünsche ich euch einfach nur einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, Gott.